Wunderbar. Dann schauen wir noch mal. Oh Mist, ich habe jetzt keine Algen mehr. Dann müsste ich eigentlich noch sammeln. Habe ich jetzt genug Holz? Nein, eines fehlt. Du wirst es sein. Okay. Und weiter nach Hartholz suchen. Hier ist ja nicht anstrengend genug. Sei gegrüßt, Nachbar. 5000. Machen wir. Da hat er jetzt auch bald alles. Einen Moment, nein, bitte. Ich brauche deine Hilfe. Erstmal brauche ich Hartholz. Was welches? 6 Stück. Ne, bei dir war es, glaube ich, nicht, was ich abgeben musste. Bin ich. Wir müssen reden. Das gibt's doch nicht. Das Hartholz muss doch irgendwann mal spawnen. Du Verarsche. Okay, 4 fehlen noch. Vier Stück. Okay, im schlimmsten Fall setze ich doch gleich den Brunnen um. Wenn es an diesen paar Dingern jetzt gleich scheitern sollte. Ich kenne ja mein Glück. So, kein Holz. Doch da. So, aber dennoch nur eines. 3 fehlen. Okay, ich setze den Brunnen um. Aber ich hatte keine Wahl jetzt. Oder? Doch, ja. Geht.
So. Bleibt mal keine Wahl. Kann ich eigentlich vermeiden? Nehmen wir jetzt nichts mit außer Holz. Oh mein Gott, ich hab's. Okay, da ist Goofy. Irgendwo in diesen Wegrichtung. Ah ne, da. Donnerwetter, ich könnte etwas Hilfe gebrauchen. Dass ich hier die Böse bin. Sieht aus, als hättest du alles. Jetzt können wir das Reparaturset an einer Werkbank herstellen. Los, Reparaturset. Los, Reparaturset da. Und wieder zurück zu Goofy. Wie geht's dir heute? Toll, jetzt können wir das Floß reparieren. Geh voran zum Schülern Strand. Bist du aber wirklich stark, um hier draußen allein zurecht. Wo war das Floß nochmal? Die Frage aller Fragen. Ich glaube irgendwo in die Richtung. Ja, vorne ist es. Donnerwetter, ich könnte etwas Hilfe gebrauchen. Na, wie geht's? Wow, du hast es geschafft, der Daya. Das Floß sieht so gut wie neu aus. Jetzt musst du nur noch auf das Floß gehen und den See stechen. Ich hoffe, du findest da draußen einen neuen Freund. Sei aber vorsichtig, ich will nicht, dass du auf einer einsamen Insel Schiffbruch erleidest. Ich freue mich darauf, auf das Floß zu gehen. Weil du ein wahrer Abenteurer bist, nimm einfach das Floß und finde heraus, wer da draußen Schiffbruch erlitten hat. Wir sehen uns später. Okay. Ach ja, Ariel. Okay. Okay.
Bärchen. Ich habe eine fantastische Idee für uns. Ist es jemand da? Oh, ich sitze hier schon so lange allein fest, dass ich dachte, ich würde nie wieder jemanden sehen. Kannst du mir bitte helfen? Natürlich, was ist passiert? Ich habe in einem wunderschönen Tal gelebt. Es war der wunderschönste Ort. Bis etwas, das sich vergessen nennt, passierte. Nachtdorn wuchs im Dorf und viele Leute verloren ihr Gedächtnis. Es war furchtbar. Aber dann, ganz plötzlich, war ich hier, wie von Zauberhand. Ich habe schon seit langem niemanden mehr gesehen. Obwohl ich versucht habe, ins Tal zurückzukehren, finde ich den Weg nach Hause nicht. Ich komme aus dem Tal, ich helfe dir. Oh, danke, ich habe versucht, nach Hause zu kommen. Aber egal, in welche Richtung ich schwimme, ich lerne immer wieder auf dieser Insel. Vielleicht steigst du jetzt auf mein Floß. Ich fürchte, wenn ich auf dein Floß steige, wirst du auch umgedreht. Es gibt etwas, das mich hier auf der Insel festhält. Ich glaube, es ist eine Verzauberung. Wenn ich das Tal noch spuren könnte, wüsste ich, in welche Richtung ich schwimmen muss. Das Meervolk kann immer nach Hause finden. Aber ich habe nicht einmal mehr das Gefühl, dass das Tal mein Zuhause ist. Wenn ich im Tal einen Ort nur für dich schaffen würde. Einen Ort, der sich wie ein Zuhause anfühlt. Dann könntest du es vielleicht spüren. Das wäre perfekt. Könnte es im Wasser sein? Direkt am Strand? Dann weiß ich, dass ich nach Hause schwimmen kann. Ich hätte fast vergessen, mich vorzustellen. Ich bin Ariel. Und du? Du kommst bekannt vor. Sind wir uns schon einmal begegnet? Ich glaube, das haben wir. Aber das ist schon sehr lange her. Ich bin Adaria, die Herrscherin von Dreamlight Valley. Oder zumindest war ich das einmal. Du bist es. Und du bist erwachsen geworden. Ich kann nicht glauben, dass du zurück bist und mir hilfst. Ich helfe gerne. Ich werde das Haus so schnell wie möglich für dich bereitstellen. Ich bin wirklich dankbar für deine Hilfe. Das kriegen wir hin. Lege Ariel zum Meerschloss in der Nähe des schillernden Strandes. Ja, toll. Wo ist er gegen dich? Yay. Das sieht überhaupt nicht creepy aus. Vor allem war Jana da im Hintergrund. So, jetzt haben wir noch eine Bewohnerin. von 17 Charakteren. Ja gut, es fehlen halt nur noch 3, ne? Und dann die alle voll hochziehen. Boah, Alter. Postmahlzeit. So, jetzt will ich einmal am Strand. Mich einmal um die Schildis kümmern. Das ist dein Traum, weißt du? Nur du kannst helfen. Okay. Hier hätte ich, glaube ich, schon alles außer die schwarze und die weiße. Aber die weiße könnte ich auch schon gehabt haben. Die beiden hatte ich auf jeden Fall schon.
Irgendwo war doch auch noch die andere. Nur wo? Was ist die? Die brauche ich für ihr Reich? Sei gegrüßt, Nachbar. 5000. Ja, das kriege ich noch hin. Ich muss mit dir sprechen. Das können die eigentlich so einen ganzen Tag lang machen. Und selbst dann würde ich nicht alles schaffen, was ich mir vornehme. Nicht mehr dann. Das wäre jetzt gerade verdammt unpassend. Such die andere Schädi und find sie nicht. Naja. So, gut, dann noch einmal kurz zum Haus. So. Bin ich hier noch irgendwo? Na gut, ich pack das erstmal da rein. So, jetzt brauche ich aber erstmal eine der anderen Quests. Ich habe hier ja zig Freundesquests. Das machen wir als nächstes. Das von Wally. In der Zeit bauen wir noch ein paar Steinchen ab. Damit Vajane endlich ihre nächste Stufe erreicht. Beziehungsweise ihre letzte. Ich würde sie nämlich echt gerne auf 10 kriegen heute. Wir brauchen wir noch ein bisschen.
Dann muss ich nur irgendwie das Spalier da weitermachen. Weil ich plan für die Ecke da hinten halt so einen richtig, richtig schönen Garten. Nur die Frage, wie wir ihn anlegen. Was für Gemüse wir reinpflanzen. Und Obst. So. Elektronische Bauteile da. Hallo. Nee, dich meine ich nicht. Toll, lass uns später reden. Das ist die Maschine, die wir in einer deiner Müllwürfe gefunden haben. Das ist die Maschine aus der Erinnerung. Wir müssen sie reparieren. Yippie! Du scheinst wirklich begeistert zu sein. Ich wette, du bist gut darin, Dinge zu reparieren. Direktive. Okay, ich folge deinem Beispiel. Wally. Yay. Wally. So. Was ist denn da? Also. Gerade sagen. So. Folge Wally. Brauchst du etwas von allem? Dann komm einfach zu mir. Oh, er geht in die Richtung. Nee, das will ich gerade erstmal nicht. Sorry, Poli, das will ich gerade nicht. Nicht bevor ich Vajana nicht auf 10 gekriegt habe. Ja, so lange dauern kann. Aber mit Stein mache ich an sich ganz gut Geld. Ich könnte jetzt halt auch relativ viel Lebensmittel herstellen. Aber nee. Das machen wir mal nicht. Noch Steinchen. Bald. Ja, wir haben auf jeden Fall noch 1,5 Stunden. Danach gehe ich spätestens ins Bett. Um 22 Uhr. Wie gesagt, muss morgen um 6.30 Uhr aufstehen. Wäre sonst etwa vom Dachteil. Da ist die eine Schildkröte. Okay, was auch immer das sein soll. Yay! Wir haben auch eine Schildkröte. 7 von 41 Tieren. Vorhin hatten wir, glaube ich, den hier. Der müsste auch noch irgendwo sein.
Krokodile müsste ich mich auch noch kümmern, da habe ich aber keine Dingens für. Nur die Füchse wären toll. So, ich habe hier noch nicht abgebaut. Muss dann mal gucken, wenn ich dann hochziehe. Du sagst, eigentlich will ich mich ja von oben nach unten runterarbeiten. Das eigentlich wäre, glaube ich, Maui drin. Das finde ich erst, was ich Maui eingesetzt habe. Huch. Ist das denn schon? Nee. Nur ist ja gar nichts. Da ich jetzt Ariel habe. Oh mein Gott. Das Kleid. Gut. Ich will es haben. Gut, ein Kleid kriegen wir heute ja noch. Eigentlich müsste ich dann ja noch 25.000 zusammenkriegen. Also eigentlich 30.000. Mal schauen. Ansonsten stehe ich irgendwie wirklich ein bisschen Nahrung her. Ach komm, das gebe ich jetzt eh nicht ab. Ein bisschen Nahrung herstellen und dann alles verkaufen, was zu verkaufen geht. Warum muss jetzt hier eigentlich so ein Unwetter sein? Dafür gibt es nichts. Also aus Prinzip mache ich jetzt gerade hier alle Steine kaputt. Hier ist aber nichts, was ich... Da. Okay, wir haben es gleich. Die ist kurz vor Stufe 10. Da ist sie. Stufe 10. Und wir haben das Kleid. Oh mein Gott. Hallo. Und tschüss. Danke. So, Garderobe.
Das mache ich tatsächlich mal barfuß. Und Rücken muss ich tatsächlich da einmal wegmachen. Und Kleider. Nee. Wieso nicht? Ich habe doch Stufe 10 erreicht. Ach, dafür muss ich eine Quest machen. Muss ich eine Quest von ihr machen. Dafür muss ich aber erstmal das Boot machen. Okay, ich verstehe. Dann habe ich nichts gesagt. Dann bitte einmal Schuhe. Drücken. Und funkelnde Flüge, bitte. Da habe ich aber vergessen, Essen herzustellen. Nein. War noch nicht so weit. Irgendjemand steht da vor mir. Bist du auch wirklich stark genug, um hier draußen allein zurechtzukommen? Was ist diese Frau? Wie viel Platz habe ich noch? 4. So. Süßigkeiten. Okay, das ändert den Cracker. Damit sollte ich vorausgestattet sein. Jetzt. Na, wie geht's? Verkaufen. Gerichte. Gut, dann folgen wir erstmal Wally. Jetzt machen wir einfach noch ein paar Quests. Und eigentlich will ich diesen Rock haben. 25.000 bräuchte ich.
Du deutest in Richtung des Schlosses. Willst du in dein Reich zurückkehren? Na gut, ich schau mal, ob ich etwas finde. Einen Moment, bitte. Ja, ja. Erst ist Wally dran. Hier kann ich noch nichts machen, wahrscheinlich. Nee. Nee. Hier kann ich tatsächlich noch nichts weitermachen. Wallys Reich war hier. Wally, das gefundene Bauteil. Okay. Ich muss Streamlabs Verdi eigentlich auch unbedingt noch hochladen. Ist eigentlich überhaupt erstmal fertig machen. Naja. Mal gucken.